Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Was trinkt ein Vampir? Was fließt durch deine Adern und Venen? Was nimmt dir der Arzt ab? Bei welcher Farbe gehst du über die Ampel? Menschen, die Hundehäufchen in Plastiktüten packen und sie dann ins Gebüsch werfen, sind echt die Spitze der Evolution. Ich gehe absichtlich nicht ins Fitnessstudio. Ich will nicht so aussehen, als könnte ich irgendwie jemandem beim Umzug behilflich sein. Würde mich interessieren, was passiert, wenn man zwei Alzheimer-Patienten gegeneinander Memory spielen lässt. Ich könnte ein schönes und friedliches Leben führen, aber nein, deine Eltern mussten ja unbedingt ficken. Schatz, was passt am besten zu meinem Kleid? Ein Stromausfall. Hat eigentlich schon jemand wissenschaftlich untersucht, weshalb die Erdanziehungskraft auf dem Sofa viermal höher ist als sonst? Ich glaube, ich habe mich irgendwie verfahren. Wo bist du denn gerade? Im Auto. Schneewittchen, lass dein Haar herunter. Das heißt Rapunzel. Schneewittchen, lass dein Rapunzel herunter. Ich heiße Helena, das bedeutet die Erhabene. Und du? Mein Name ist Kevin, das heißt meine Eltern sind Geschwister. Leute, die im Fahrstuhl nicht grüßen, werden im Falle des Steckenbleibens als erstes gegessen. Alte Fahrstuhlregel. Wollte meinem Bruder ein Schlagzeug schenken, hab's dann aber selbst behalten. Irgendwo in einer Fabrik arbeiten jetzt gerade Menschen daran, dicke Adern an Dildos zu modellieren. Lustig, dass der Griff eine Axt aus Holz ist, das ist das ultimative Fuck you und alle Bäume. Ich habe die Büro-Challenge, wer am wenigsten arbeitet, gewonnen. Gegen die Kollegen im Urlaub und gegen den, der vor einem Jahr kündigte. Passbilder gemacht, den Pass kriege ich erst später, weil der Beamte meinte, zwei seiner Kollegen sind im Urlaub und die müssten das sehen. Manchmal fühle ich mich unnütz, aber dann denke ich an den weißen Buntstift. Ein Witz aus einer Witze-App zu klauen und an einem Freitag um 17 Uhr auf YouTube zu veröffentlichen, ist genauso clever, wie mit der Mona Lisa durch die Stadt zu rennen und zu rufen, hab ich gemalt, ganz allein. Warum können Amerikaner kein Billard spielen? Weil alle gleich auf die Schwarzen schießen. Was ist das Lieblingsessen eines Behinderten? Schulter. Wenn ich besoffen bin, werde ich entweder geil oder hungrig. Deswegen habe ich immer ein Baby im Auto, wenn ich auf Partys gehe. Was sagt der blinde Mann, wenn er am Fischladen vorbeigeht? Guten Morgen, Ladies. Die Tatsache, dass man rtlnow.de auch unter rtlnau.de erreichen kann, sagt doch alles über RTL aus. Was ist schwarz und im Polizeiauto immer hinten drin? Der Gurt, du Rassist. Mit irgendwas muss man den Neger doch anschnallen. Mit 20 spielen wir Fußball, mit 40 Tennis und mit 60 Golf. Moral aus der Geschichte? Unsere Bälle werden immer kleiner. Ein Kaffee bitte. Ein Croissant dazu? Sehe ich etwa hungrig aus? Nein. Natürlich sehe ich hungrig aus. Her mit dem scheiß Croissant. Autos, die ohne zu blinken abbiegen, sollten auf der Stelle explodieren. Als Jüngster meiner Familie weiß ich, sie haben den hinbekommen, den sie haben wollten. Dann hörten sie auf. Yeah! Bei Gefallen Daumen hoch und Video teilen. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.